Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal wieder Blumen nach der Dragonflower. Ich werde das so ein bisschen abwechseln, habe ich euch ja schon im anderen Video gesagt. Nicht, dass es euch zu langweilig wird zum Schauen. Heute habe ich die für mich neue Kaskade Form, Coasterform von Molds & Shapes. Ich habe ja die Tablettform. Da habe ich auch schon ein Video von hochgeladen und jetzt halt die Coaster. Ich finde die genial. Ich liebe diese Form. Dieses ja abgeschrägte, 3D-mäßige, total klasse. Und da habe ich mir gedacht, okay, du gießt in zwei Schichten Blumen. Also ich gieße die normale Schicht und gebe dann, mach die Blumen, lass es trocknen und gieße es dann auf. Ja, jetzt gerade seht ihr, entferne ich noch die Bläschen, die am Rand sind und gehe mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Und seid bitte immer sehr, sehr vorsichtig. Ihr werdet nachher im Video sehen, dass ich scheinbar nicht vorsichtig genug war. Ich erkläre es euch dann, wenn wir an die Stelle kommen. Ja, ich habe hier das Ultracast verwendet, habe das was stehen lassen, bis das so ein bisschen geliert war. Ich habe 4 Coasterformen und mache 4 unterschiedliche Farben. Alles so farblich abgestimmt. Ich verwende jetzt gerade durch das Glitzer als erstes rein. Das Glitter ist das Light Green Holo, das Pink Champagner, das habe ich jetzt gerade vorher genommen. Das Light Green Holo ist das dritte jetzt. Und jetzt kommt das Ocean Chameleon. Und ganz oben das erste war das Golden Sunshine. Die sind alle von der Glitter Creations. Ich verlinke auch, schreibe alles in die Beschreibungsbox. Ich versuche es wieder in Deutsch und Englisch, dass es halt auch gelesen werden kann. Und ja, wenn ihr Fragen habt, sagt einfach Bescheid. Ich habe das Ultracast dann mit dem Resitint Max Titanium White gemischt und habe das in 4 Becher aufgefüllt. Einmal habe ich das Weiß mit dem Interference Champagner verwendet, dann ein Weiß mit Interference Rose, die sind von Etta Art, und dann von Petra Jungblut Aurora Grün und Blau. Jetzt gerade gebe ich die Alkoholinks rein von Octopus. Das erste ist das Marigold, das zweite ist das Hot Pink, das dritte ist das Lime und das vierte ist das Saphir. Alles wunderschöne Farben, die leuchten, das ist richtig schön. Und gebe so, ja, meine 5 Tropfen rein. Und lasse das jetzt ein bisschen wirken, arbeiten. Wollte das eigentlich noch ein bisschen verwirren, habe mir gedacht, nein, ich lasse es so, wie es ist. Und gebe jetzt, ich gieße ganz normale Spiralen, weil für mich, auch für Anfänger geeignet, finde ich es am einfachsten, Blumen zu modellieren damit, muss ich sagen. Und auch die Gelinggarantie ist relativ groß, wenn man mit dem Becher gut umgehen kann. Und die Konsistenz ist halt sehr, sehr wichtig. Hier habe ich jetzt halt das Interferon Champagne und das Weiß gemischt, weil zu Gelb, dachte ich, passt das am besten. Jetzt gebe ich den Rest noch so rein und lasse es halt erstmal ein bisschen arbeiten. Tue da, wo diese Blobs, wo die Anfänge sind, ziehe ich noch ein bisschen lang, damit das wirklich nicht bloppt und es halt einfach schöner aussieht. Ich hoffe immer, dass es nicht bloppt. Ich kann es nicht sagen, besonders wenn man es mit Mica-Powder mischt, ist immer halt gefährlich, dass es zu schwer sein kann. Also das muss euch immer klar sein, sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Ich habe irgendwo meine Mischung mittlerweile raus, wie es klappt. Ich kenne mein Harz und dadurch kann man nicht genau sagen, so und so viel musst du davon nehmen. Es ist, hängt als halt auch vom Harz ab und jeder muss da so seinen Trick, seine Handhabung mit rausbekommen. Für den Fall, dass ihr euch nicht so sicher mit dem Becher seid, könnt ihr natürlich auch mit dem Spritzbeutel arbeiten, weil da könnt ihr, schneidet am Anfang das Loch relativ klein. Größer werden kann man immer, aber von groß zu klein geht nicht. Und da habt ihr dann auch sehr feine Linien und könnt dann auch sehr präzise arbeiten. Da ist mir eigentlich, nee, ist mir noch nie passiert, dass es geploppt ist. Ne, also normalerweise für Blumen verwende ich auch das Mastercast. Das ist halt von Anfang an schon sehr dickflüssig und das klappt super damit. Das Ultracast sollte, wenn ihr das mit dem Ultracast macht, habe ich so die Erfahrung gemacht, mache ich vorher irgendeinen anderen Guss, wie jetzt Crackle, Web-Effekt. Und wenn das eine Zeit lang gestanden hat, dann kann man das auch sehr gut für die Blumen, wenn es so anfängt, so ein bisschen zu gelieren.
dann ist es perfekt für die Blumen. Und ich muss sagen, es gibt immer wunderschöne Blumen. Ja, jetzt ist hier die letzte Blume, also erstmal die Spirale gießen. Das ist jetzt mit dem Aurora Blau von der Petra Jungblut. Ich habe das halt wirklich farblich passend nach den Alkoholinks verwendet. So, auch wieder alles. Und dann kann man halt sich seine Blumen formen, wie man möchte. So, ich mache meistens so, ne, viermal erstmal teilen. Man könnte es so lassen. Ich habe es dann nochmal unterteilt, zweimal jedes. Und man sieht schon jetzt bei dem Gelben oben den Schimmer. Den kann man hier schon schön erkennen. So ein Wirbel. Ich habe auch nicht nach außen gezogen. Ich habe es einfach ganz normal gelassen. Und das mache ich jetzt mit allen Vieren gleich. Entschuldigt, ich musste gerade niesen, falls ihr was gehört habt. Es krabbelt in der Nase. So. Und dann wieder ein Wirbel in die Mitte machen. Man könnte jetzt auch noch außen, hätte man auch noch Farben reinmachen können. Da ich aber mit dem Schimmer gearbeitet habe, wollte ich halt nur die Farbe in der Mitte so ein bisschen haben. Und dann ist ja, normalerweise sollte es so sein, dass sich das Harz von außen nach innen zieht und dadurch auch die Blütenblätter schließt. Jetzt noch das Blau. Und ich wische immer das Stäbchen ab, weil man kann, ich mache es auch manchmal ohne, das gibt auch wunderschöne Effekte, aber da habe ich es dann halt abgewischt. So. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Stummfeuerzeug drüber, um die kleinen Bläschen zu entfernen, die aufgestiegen sind, auch durch das Arbeiten und alles. Hier habt ihr jetzt nochmal eine Nahaufnahme, wie es aussieht. Also bei dem könnte man meinen, es hat gebloppt. Bei dem sieht es ganz gut aus. Also es ist auch für mich, wenn man vier verschiedene hat, immer was anderes. Selbst wenn ich vier gleiche Farben habe, es wird immer anders. Von daher alles gut. So. Jetzt füllen wir auf, das ist jetzt einen Tag ausgehärtet. Jetzt habe ich auch das Ultracast wieder verwendet und mische jetzt, so wie ich auch ins Weiß gemischt habe, in Schwarz habe ich, erstmal habe ich Schwarz angemengt, das ist das, das Resitint Max, wie heißt es denn jetzt, auf jeden Fall das Schwarz, Mann. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das Schwarz habe ich genommen. Ich gucke gerade, ob ich es jetzt noch... Nein, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Holla die Waldfee, das ist mir auch noch nicht passiert. Aber es ist die schwarze Paste von Etta Art Resitint Max auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt auch vier gemacht. Eins habe ich mit dem Interferent Champagne. Das ist jetzt das erste. Und das zweite ist dann das mit dem Interference Rose. Und das Grün ist dann das Aurora Green und das Aurora Blue von Petra Jungblut. Da habe ich das Schwarz halt mit gemischt, um halt einfach diesen Schimmer zu bekommen. Und ihr könnt halt gleich sehen, dass es jetzt das Rosa, wie unterschiedlich das aussieht. Also es ist Wahnsinn. Das Auskratzen, viele sagen, nein, sie machen es nicht, ich mache es. Aber man muss halt vorher auch sehr gut durchgemischt haben. Ne, das ist halt immer die Gefahr, dass da Reste unten am Boden oder an der Seite hängen, die vielleicht nicht gut gemischt sind. Ich mache es nicht immer, aber manchmal mache ich es schon. So, da verteile ich es noch ein bisschen in die Ecken. Ich gehe auch nachher noch mit dem Heißluftföhn drüber, um die Bläschen zu entsorgen. Ja, da habe ich reingetropft. Mit dem Interference Rose und Schwarz. Da oben habe ich dann auch getropft, das habe ich gerade mit weggewischt.
Jetzt meine ich, müsste das mit dem Grün kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Grün und dann Blau, so hatte ich es auch. Also es sieht ganz anders aus wie auf den Blumen. Das ist schon, aber gut. Das ist halt durch das Schwarz auch. Und der Schimmereffekt, der ist toll. Kommt leider in der Kamera nicht so rüber, wie er in Wirklichkeit ist. Das finde ich immer schade, aber Live-Bilder zu zeigen, ist mein Equipment. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich bin da technisch nicht so involviert mit. Und jetzt gieße ich halt das noch schwarz und das Aurora Blau auf. Und dann komme ich nochmal mit dem Heißluftföhnen und sehe zu, dass die Bläschen verschwinden. Also das Blau ist auch wunderschön. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit Schwarz gemischt. Ganz, ganz tolle Farbe. Und ihr seht oben bei dem Goldenen, wie sich da so Schaum bildet. Das ist halt auch, und bei dem Rot seht ihr es auch, das kann man dann wie jetzt mit dem Sturmfeuerzeug oder Heißluftföhn entfernen. Aber seid vorsichtig. Ihr seht es gleich, wenn ich ausforme. Mir ist es passiert, ich war nicht vorsichtig genug. Und das ist echt schade. Weil ihr könnt euch Form und Harz versauen. Und ihr seht gleich, was mir passiert ist. Ich gehe jetzt halt immer wieder ein bisschen drüber, dass halt die kleinen Bläschen, ich passe auf, so gut es geht. Aber es ist halt nicht ganz so einfach. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich zu lange auf eine Stelle gehalten habe. Ja, sie sagen, Molds and Shapes sagt es ja auch immer oder überhaupt, ich denke, jeder Formenhersteller, dass es besser ist, nicht mit zu heiß dran. So, Ausformzeit. Und da könnt ihr es sehen. Da ist das Silikon weich geworden und hat sich mit dem Harz verbunden. Da habe ich Riesenprobleme, das rauszukriegen. Da könnt ihr es erkennen. Also deswegen schön aufpassen, schön vorsichtig sein. Das ist mir bei einem anderen auch noch passiert. Und schaut mal. Also ich bin total begeistert. Es ist wunderschön. Ihr habt auch gleich eine nochmal so eine Nahaufnahme, habe ich noch ein paar Bilder gemacht. Ich bin total begeistert. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so schön rauskommt. Ich weiß es gar nicht, ist es jetzt hier bei dem Roten passiert? Ja, nee, bei dem Roten ist es nicht passiert. Ich glaube, bei dem Grünen war es, wo es ganz schlimm ist. Und da hat es gebloppt ein bisschen. Da habe ich scheinbar zu viel von dem Interference Rose reingetan. Keine Ahnung, aber trotzdem sieht es gut aus. Ne, das sind halt Sachen, die passieren auch mir immer noch. Und es gibt keinen, viele, vielleicht wiegen es welche ab, wie viel sie immer reintun. Ja, hier bei dem Grünen könnt ihr es sehen, da ist es richtig heftig verschmolzen. Und das ist sehr ärgerlich gewesen. Das erste Mal habe ich die Form benutzt. Ich war immer vorsichtig. Und ihr seht, es passiert. Ne? Also es ist nicht ohne Grund, dass das gesagt wird. Warum, wieso, ob das auch die. Es war ja sehr warm, die Tage, wo ich da gegossen habe. Ob das da auch eine Rolle spielt, ich kann es euch nicht sagen. Da könnt ihr es sehen, wie das Harz und die Silikonform eins sind. Ich habe es losgekriegt. Es macht Gott sei Dank bei der Form nicht so viel aus, aber trotzdem ist es ärgerlich. So, und das Grün auch. Auch wieder leicht gebloppt. Leicht, ihr könnt es sehen. Aber alles noch, ich finde es passt sogar dazu. Und es gibt so das gewisse Etwas. Und jetzt noch das Blaue raus. Das Licht ist immer komisch, das schimmert immer genau da, wo man es nicht haben will, aber ohne Licht ist es zu dunkel. Bei dem Blauen ist nichts passiert, da war alles gut gegangen, aber das Blau ist auch Wahnsinn. Also wie das leuchtet und also ich bin total begeistert. Ihr könnt den Schimmer so ein bisschen sehen, aber gleich habt ihr jetzt die Nahaufnahmen und von daher wird es richtig schön zum Anschauen. Da könnt ihr sehen, das Schimmer, ne, ich versuche das so ein bisschen einzufangen, was nicht ganz so einfach ist, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten Fragen oder sowas sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche es so schnell wie möglich zu beantworten. Und alles andere, ich schreibe in die Beschreibungsbox die Codes, die ich habe für euch, kommt alles in die Beschreibungsbox rein. Und ich würde sagen, genießt die letzten schönen, also die Bilder, die jetzt kommen. Und ich bedanke mich. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo natürlich riesig gerne. Und jedes Kommentar freut mich auch. Und jede Anregung, jedes, ihr könnt auch gerne reinschreiben, was ich anders machen kann. Sehr, sehr gerne würde ich da auch drauf eingehen.
Also sage ich mal, bis zum nächsten Samstag, wenn alles so bleibt, ich denke schon, und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter und ich sage, bis nächste Woche, eure Marion.